Boom, was geht ab? Es ist euer Lieblings-YouTuber Maximus Rex. Abonnieren oder... Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Risiken des Kiefermuskeltrainings. Und zwar, mir sind da schon einige Dinge passiert, die man als negativ betrachten könnte, als Risiko. Und ich möchte euch davor warnen, weil Prävention ist besser als jede Heilung. Letztens habe ich trainiert mit einem Jawliner, höchste Schwierigkeitsstufe. Ich habe mich gut warm gemacht, was ihr immer machen solltet, immer schön warm machen. Nicht kauen, sondern den Muskel anspannen, erst mit einem leichten Widerstand einsteigen und dann geht's hoch zu den schwierigen, zu den heftigen Widerständen. Aber ich bin aus einer Krankheit zurückgekommen und habe mich noch nicht optimal gefühlt. Mein Körper war noch nicht richtig bereit dafür und dann habe ich schon beim Training gemerkt, dass ich hier leichte Schmerzen hatte beim Kauen, beim Anspannen der Muskeln mit dem Jawliner. Auf der linken Seite sind die Sehnen, denke ich mal, so ein bisschen gereizt und der Muskel und die Nerven vielleicht auch. Ich war nicht beim Arzt. Ich verzichte jetzt zurzeit auf hartes Essen und was ich kann, was ich trotzdem essen möchte, was hartes, weiche ich ein, soweit es funktioniert. Und das ist wirklich sehr unangenehm. Deswegen achtet auf euer Körpergefühl, besonders wenn ihr krank seid. Und nicht nur beim Kiefermuskeltraining, sondern auch bei allen anderen Muskelgruppen. Eine gemeißelte Kieferlinie, Jawline, da hört man sehr viel Positives drüber. Sieht auch einfach gut aus. Es wird viel Werbung dafür gemacht, aber ich denke einfach, eine gewisse Aufklärung, eine gewisse Sensibilität ist einfach wichtig, um Verletzungen zu vermeiden. Und hier kommen wir zu meiner nächsten Verletzung. Die ist mit Mastix-Kaugummi entstanden. Mastix-Kaugummi wird einfach unglaublich hart. Es ist ja auch Harz-Kaugummi. Und ich kau da jeden zweiten Tag drauf rum. Und es läuft richtig gut. Jeden zweiten Tag eine Stunde. Aber ich merke nicht bewusst, dass mir der Mastix-Kaugummi immer wieder gegen den Gaumen flutscht. Und da das aufreißt, das Gewebe. Am Endeffekt hatte ich eine Verletzung am Gaumen oben, also Haut richtig aufgerissen. Das war so schmerzhaft. Es war so schlimm, ich konnte nachher wochenlang nicht reden, bestimmte Dinge nicht essen, alles was salzhaltig war, konnte ich nicht essen. Salz hält ja die Wunde frisch und offen. Ja, das ist mir einmal sogar trotzdem aus Versehen passiert, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, beziehungsweise ich dachte, ich wäre schon gut davor, aber nein, die Heilung hat noch länger gedauert. Deswegen, passt einfach bitte auf beim Training. Ob es mit einem Jawliner ist oder mit normalem Fitness-Kaugummi oder Mastix-Kaugummi. Achtet immer auf euer Körpergefühl. Wärmt euch immer sehr gut auf. Und achtet auch bei anderen Muskeln, die ihr trainiert, immer auf euer Körpergefühl. Und das Einzige, was ich sonst noch dazu hinzufügen kann von Jawlinern, die so eine Art BDSM-Kugel im Mund darstellen und wo man dann darauf rumbeißt, davon rate ich euch komplett ab. Lasst es sein. Es ist auch nicht natürlich. Nun, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr könnt aus meinen Erfahrungen lernen. Ich bin euer Lieblings-YouTuber, Maximus Rex. Abonnieren oder... Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.